Willkommen bei Giga Gameplay zu Portal 2, dem Nachfolger zu einem der besten Spiele der letzten Jahre, so ziemlich, und einem der witzigsten Spiele der letzten Jahre. Ich bin Tom und bei mir sitzt der David. Hallo. Und der Tobi. Hi. Und der Tobi hat das hier schon durch, nur wir noch nicht. Nee, genau. Wir spielen quasi, naja, zum ersten Mal auch nicht, weil ich habe es auch schon mal gespielt. Also bei. Du spielst wirklich zum ersten Mal. Du wirst heute quasi entjungfert. Mit von Portal, von GLaDOS entjungfert. Oh mein Gott. Wir spielen die eigens dafür entwickelte Koop-Kampagne, die, wie ich in meinem Test auch geschrieben habe, das eigentliche Highlight von Portal 2 ist. Denn hier ist es so, dass man zwei Portalkanonen hat. Man spielt die beiden Roboter Peabody und Atlas. Die Ladezeit ist jetzt aber ein bisschen heftig, oder? Ja, das wird dann später besser. Beim ersten Mal geht's ein bisschen, dauert es ein bisschen länger. Okay. Der Runde ist Atlas, ne? Ja. So sieht's aus. Ja. Hä? Ja. Warum? Ja, genau. Woran und, sieht man das? Ich meine, die Kampagne spielt direkt. Atlas, klar. David, bist du doof? Der andere Peabody sieht aus wie ein P. Natürlich nicht. Atlas, Globus, Rund. Ach so, Pi wie Bohne. Ja, gut, ich habe nichts gesagt. Ja, du hast was gesagt. Ich kann doch nicht alles wissen. Und es ist jetzt auf YouTube. Okay. Ja, wundervoll. Wir haben, so sieht das aus, wenn man neben einem Küchenturm wohnt und Aufnahmen für ein Giga-Gameplay macht. Richtig. Das ist auch eine komische Zeit für den Küchenturm, aber gut. Wie spät haben wir es denn? Genau, 5 vor irgendwas. 5 vor 18. Es geht los. Okay, das ist ja, das hat man ja schon im Trailer gesehen hier. Kann man es überspringen? Nein. Doch, nein. Nein. Scheiße, verdammt, was machen wir jetzt? Jetzt? Nee, geht weiter. Jetzt, so. Ja, wir haben ja im Podcast schon mal erwähnt, wie gut es Valve schafft, diesen ja eigentlich nicht lebenden Robotern. Also das habe ich zuletzt bei Wall-E erlebt, wie Pixar diesen Robotern halt diese allein diese Bewegungen und wie sie. Ja, und die Mimik, würde ich fast sagen, von diesem einen Auge. Genau, wie sie es dann schaffen, so Gefühlsregungen durch so ein paar Augenblinzler zu erzeugen, ist schon sehr geil. Ja, und es sind ja auch zwei Charaktere und das kann man hier schon ganz gut erahnen, das wird später noch besser. Also er ist so, der Blaue ist eher so der forsche Typ und, oder? Ja, es ist eher so Richtung dick und doof. Achso, okay. Also da so wie bei auch, uns beiden sozusagen. Das ist auch eine klare Aufteilung. So, ich bin, David ist rechts, also bin ich der Dünne. David hüpft. Ich hüpfe. Jetzt müsst ihr gestikulieren, ein essentielles Feature im Koop-Modus. Hallo, Tom, guck doch mal. Du musst runterdrücken und nach oben machen. Ich mache ja schon wie runter und nach oben. Na, runter. Genau. Genau. Ja. Tom hat schon bei der ersten Aufgabe versagt. Winken. Das ist ein Winken ist schon mal zu krass. Ich habe ein Portal nicht gekauft, um zu winken. Ja, wait for your partner to select. Für was denn? Ja, das ist, müsst ihr jetzt einfach mal machen. Okay, hier. Ihr sollt euer Lieblingstier auswählen. Aber das ist jetzt gar nicht mein Lieblingstier. Nee, ich hab so ein Wildschwein, glaube ich, genommen. Nee, ich habe ein Elch genommen. Jetzt ist David dran. Achso. Du sollst dein Lieblingselement auswählen. Ah, mein Lieblingselement. Was ist denn CN? ZN. Das ist mein Lieblings... Really? Okay. Blue, please observe your partner's interesting choice. Okay, was haben wir jetzt damit gekonnt? Jetzt du hast eine interessante Wahl getroffen. Ein Zink-Stachelschwein. GLaDOS psychologisiert dich halt gerade. Aha. Tom, wo bist du? Da drüben. Hallo, Tom, guck doch mal. Hallo. Das ist cool. Ja, so. Wir sollten GLaDOS vielleicht zuhören. Ja. Was hat sie gerade gesagt? Du sollst irgendwas machen. Das ist die Portalkanone, die namensgebende. Ihr müsst da jetzt irgendwie hinkommen. Das heißt, ihr müsst das erste Mal und nicht das letzte Mal eure grauen Zellen aktivieren. Ich schätze mal, hier darf man nicht runter. Ah, man pinkt irgendwo hin, genau. Genau, das ist das Markierungstool, mit dem man seinem Partner sagen kann, was zu tun ist und wo man ganz gerne Portale hinhaben möchte und dergleichen. Juhu!
So. Hast du gehört? Orange is first? Genau, Orange macht sich ganz gut. Blue now has a portal device. Finally. Finally. Wie ihr schon merkt, wird das Gelingen oder Scheitern des jeweiligen Spielers sehr genau kommentiert. So. Wie ich schon krass wieder x-mal... Ach nee, da bist du ja... Oh, schon sagen, du bist weiter als ich. Bist du jetzt gleichzeitig da? Oder? Nee, ich laufe jetzt hier durch, dann kannst du durchlaufen. Hallo. Hallo. Das macht mir jetzt schon Spaß. Na, das ist übelst witzig. Ich glaube, jetzt müssen wir nachdenken. Genau, jetzt könnt ihr sehen, Portal, dass ihr da durchschießen könnt. Achso, du meinst hier durch. Und man kann, wie gesagt, diese zwei Portale setzen. Komm doch mal. Und jetzt muss Tom da auch hingehen, weil sich Tom... Wo denn hin meinst du jetzt? Achso, du bist da... Du bist da unten und gut gefangen, oder? Du musst dir halt ein Portal schießen da oben hin. Schieß das heißt, dir mal, schieß Davids Portal muss erstmal wieder weg. Ja, genau. Jetzt kommst du durch, genau. Bam. Und jetzt... Jetzt schieße ich da durch. Jetzt hilft dir David. Hallo. Ja. Hooray. Und ich lasse dich jetzt einfach... Nee, ich kann ja hier hinten bei mir weiterlaufen und jetzt aktiviere ich den Companion Cube. Weighted cubes calibrated. No variances detected. Did you know humans frown on weight variances? Bei mir macht er nichts. Der musste richtig reinfallen in die... Warte. So. Sehr gut. Ich sehe, ihr habt es verstanden. Naja, wir funktionieren wie eine Einheit. Wir sind wie Peabody und Atlas. Machen wir nochmal. Nee. Nice catch, Orange. Jetzt. Nice catch. Also das, was man hier sieht, kann, ich kann es euch schon verraten, nämlich diese sarkastischen Kommentare, nochmal? Immer dann, wenn man scheitert, die gehören hier ganz klar zum Chor. Warte mal, jetzt muss ich, den reiche ich dir jetzt hier durch. Coolst. Die beiden sind aber wirklich pfiffig. Was? Und ich reichen jetzt hier durch. Ja, warte mal, ich muss erstmal weiterlaufen. Ey, wir beide sind überkrass. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, ne, wir rocken das hier. Wir spielen das ja einfach durch im Giga-Gameplay. Genau, wir spielen das einfach mal durch. Diese Kampagne ist 20 Minuten lang. Bestimmt. So jetzt stelle ich mich hier rauf. Habe ich hier überhaupt irgendwas? Jetzt kann ich hier durchlaufen? Ich habe hier gar kein Portal, was ich daran machen kann. Oh, nee, aber ich kann dir eins machen, warte. Nee. Also wenn man durch diese blaue Aura geht, ne, dann verschwinden die bereits platzierten Portale. Ach so. Das warte. Jetzt dürftest du da durchkommen. Weil es verschwinden nur die eigenen, ne? Warte, wenn du durchgehst. Jetzt muss ich aber springen. Ach, habe ich es zu hoch gesetzt? Ja. Ach so, warte. Nee, dann machen wir das mal. So, noch nicht runtergehen. Jetzt kannst du. Sehr nice. Finally. Guck mal. Wie kann man high-fiven? Oh, ich glaube. Du hast, glaube ich, was kaputt gemacht. So, jetzt können wir high-fiven. Krass. Let's move. Move out. Genau. Oder kriegen wir schon ein Achievement, wisst ihr? Das ist einfach mal, ich gehe jetzt in deine. Funktioniert wahrscheinlich. Scheiße. So, würde ich sagen, ich gebe mal mein Pad weiter an den Tobi. Dankeschön. Oh Gott, jetzt werde ich sterben. Könnt ihr euch gegenseitig wegportalisieren? Können unter den jeweils anderen und über den jeweils anderen. Oh, wie lange geht denn die Koop-Kampagne ungefähr? Ich habe so 8 Stunden, glaube ich, gebraucht. Oh, das ist ja ganz schön krass. Also wenn du dann bedenkst, dass du den Singleplayer-Modus auch noch oben drauf hast und der noch unterschiedlich ist, dann sind das ja 16 Stunden insgesamt. Nee, 15. Ja, viel Spaß. Je nachdem. Ja. Also wenn wir jetzt so weitergemacht hätten, wären wir natürlich in zwei Stunden durch gewesen. Natürlich, Tom, da hast du vollkommen recht. Und ich würde auch einfach mal sagen, dass wir auch die schlossenen Spieler sind, die es überhaupt gibt. Überhaupt. Was man hier sieht, ist jetzt
der Hub, von dem aus man dann unterschiedliche Levelbereiche erreichen kann. Okay. Da oben sieht man Statistiken, wie man so abschneidet. Ah, sogar also zum Beispiel die Steps taken, die Schritte, die man gemacht hat. Ja. Also mein Charakter, der Peabody, hat auf jeden Fall schon mal mehr Schritte als Tom gemacht, was ich geil finde. Noch so viel zu sagen, ja. Das hat auf jeden Fall was zum Skill zusammenkommen. Und von hier aus geht es dann sozusagen in die neuen Bereiche. Ah, okay. Kann man jetzt auch schon die diese neuen Gels benutzen? Das kommt erst später. Aha. Ich habe ja heute Morgen auch ein neues Gel benutzt. Möchte ich jetzt hier mal so einwerfen. Ein rotes oder ein orangenes? Es war ein... kannst du damit auch höher springen? Milchiges. Nein. Oh Gott. Siehst du, da fällt mir ein, es gab doch diese News, wo Valve gesagt hat, sie haben ein weiteres Gel nicht reingemacht, weil es sonst Übelkeit. Ich habe mir die News nicht durchgelesen, aber ich fand allein die Überschrift schön. Teamwork. Unlike us, humans need to be taught teamwork. Wo ist. Achso, du bist jetzt hier? Nee, geht doch gar nicht. Ah, nee, da kommst du nicht durch. Pass auf. Meins macht doch deins, dann nee, lauf doch du erstmal durch. Muss durch. Ja, lauf doch erstmal durch. Tu's doch. Tobi kennt das Rätsel schon, der weiß schon viel mehr als wir. Ah. Thank you very much. Dafür nicht. Der Schalter hier. Warte, bleib stehen. Portal. Genau. Und durch die Tür. Nein, durch die Tür. Ah, nee, doch nicht. Du musst doch hier ein Portal setzen, bestimmt. Weil das öffnet doch jetzt bestimmt diese Tür da rechts von dir, oder, Tobi? Was denn? Entschuldigung. Wenn ich jetzt hier draufstehe, geh nochmal durchs Portal. Und jetzt guck dir mal die Tür jetzt rechts an. Ihr wisst, dass ihr jetzt gerade auf der Kamera seid und alle Giga-User gerade sehen, wie ihr hier abkackt. Ja, geh mal dahin, wo du gerade hinzeigst. Geh mal rechts. Ja, so. Genau, diese Tür. Die Tür ist auch hier. Das heißt, ich muss doch hier draufstehen, während da einer durchgeht. Ihr wisst, dass das gerade sehr beschämend ist, was ihr hier macht. Wieso denn? Aber ihr scheiße seid. Du geh nochmal durch die Tür. Was machst du jetzt? Hast du jetzt nicht durchgehen? Ah, das war das Rätsellösung. Ich bin doch gerade vom Knopf runtergegangen. Wie soll ich denn? Du musst da doch gar nicht draufstehen. Wir haben doch jetzt dieses Portal hier. Es muss doch nur einer hier draufstehen und dann musst du durch die andere Tür gehen. Ich verstehe. Jetzt musst du da ein Portal machen. Also Tobi, dafür, dass du das Rätsel bereits kennst, ist das jetzt aber so sehr low, was du performst. Ich möchte nur wissen, wie Tom so abschneidet. Ach so, du spielst quasi ich dumm. Ich spiele absichtlich schlecht. Absichtlich selbstverständlich. Das hat Tobi übrigens bei seinem Bewerbungsgespräch auch gemacht. Ich fand es so beeindruckend, wie doof er sich gestellen konnte. Sehe ich jetzt nicht mal abgeben? Genau, Tom gibt mal ab. Jetzt spielen Tobi und ich in der letzten Mission und machen jetzt das Rätsel. Wahrscheinlich sind wir beide zusammen, das ist einfach nur... Da geht es dann wirklich. Wahrscheinlich wird GLaDOS gleich aufgeben. Mikrosekunden. Wir kommen rein und GLaDOS sagt so, Jungs, absolviert ich habe schon keine Lust mehr, ihr habt gewonnen. Ich drück mal hier diesen Knopf. Drück mal diesen Knopf. Das dürfte wahrscheinlich. Guck mal, da hinten geht die Tür auf. Overly krass. Nur ey. Kurz. Kann man hier noch ein Portal setzen? Vielleicht? Spidey Senses hat hingelegt. Achso, warte mal. Du setzt da eins hin und dann ich kannst du mal rübergehen und mal gucken, was da drüben so alles los ist. Wieso habe ich denn jetzt gezoomt? So, ich gehe mal gucken. Guck mal, da geht die Tür auf. Schnell. Gut, unsere Millisekunden haben wir jetzt schon gefailt. Ist einfach durch. Geh einfach durch. Und jetzt brauchen wir aber noch eins. Nämlich ja, komm mal hier durch. Komm mal hier. Jetzt, hier. Ich sehe dich. Durch. Was sollt ihr sehen, Tom? Also ich will jetzt nicht sagen, dass... Oh, nein. Was denn? Das ist der Counter. Damit kann man später sozusagen koordinierte Aktionen timen. Das sieht jetzt schwierig aus. Das ist ehrlich gesagt noch gar nicht. Sonne, Mond und Sterne. Hier kommt was raus, ne? Nämlich dieser Cube. Das heißt, das müssen wir aktivieren. Warte mal, ich höre einen Timer ticken. Genau, das ist jetzt das neue Feature. Wir müssen den gleichzeitig aktivieren. Okay, komm her. Nochmal, können wir gleich nochmal einführen. So. Nee. So. Ja. Was denn? Was soll ich machen? Siehst du? Eins, zwei und... Kacke. was soll ich machen? Ich soll... Nochmal. Also ich setze den Timer. Okay, und bei 1 drücken oder bei 0? Wir tippen, dann will ich sagen jetzt. Okay, alles klar. Jetzt. Wozu braucht er dann den Timer? Hat's geklappt?
Keine Ahnung, es tickt der Timer ist halt eher für online. Die zwei Dinger da sind der Timer ist eher für online. Also zwei Dinger sind an. Zwei Dinger sind an. Aber zwei Dinger sind an. Komm, wir gehen erstmal nach oben. Beide nach oben. Warte mal. Müsst halt die beiden unten gleichzeitig andrücken und dann die beiden oben gleichzeitig und das alles im Zeitlimit, was ganz wahrscheinlich genau. Jetzt schon. Was jetzt schon. Ja, ich hab's einfach durchschaut. So, pass los. Auf. Eins, zwei, go. Ein. Wieso? Was, so, was denn jetzt? TikTok. Komm runter. Nein, nochmal. Ich will mal eben kurz mein Portal noch anders setzen. Ich will mal eben. So nehmen. So, also ich stehe schon oben bereit. Du sagst jetzt. Ja. Und? Okay, eins, zwei, drei, jetzt. Das ist Live-Rätsellösen hier bei Giga Gameplay. Da sieht man, wie David und Tobis awesome. Hirn ackern. Ich nehme ihn. Und damit meinst du ja wohl ganz klar mich. Mich? Entschuldigung, das war jetzt Tom wirklich, der da gemeint hat. Der tut ja, gar nichts. Okay, das war's zum Giga Gameplay zu Portal 2. Eigentlich könnte der Kirchturm jetzt nochmal als Abschluss der Kirchturm. Bimmeln. Ja, ein schönes Spiel. Mir gefällt es ja. Auch richtig. Also, das war jetzt wirklich mein erstes Mal. Und es ist ja nur ein Pier, ne? Tom hat sein erstes Mal. Es war das erste Mal seit langem, seit Moondiver und was wir da nicht alles für Kram die letzt hatten. Ein echt cooles Spiel, was im Koop auch richtig fand. Mehr davon. Gut, also das Prinzip ist klar, du stellst da hinten. Au! Au! Jetzt werde ich dich weglesern. Au! Das ist ein kooperatives Spiel, Jungs. Das ist ein kooperatives Spiel. Aua! Bleib stehen, du Sau! Ich komm. Oh! Wer ist denn wirklich gerade wer? Oh, ich hab ihn. Verdammt! Ihr seht hier exklusive Bilder vom PvP. Hier seht ihr, dass der Heilmann seinen eigenen PvP-Modus. Der Heilmann seinen eigenen Chefredakteur verbrennt. Au! Jetzt habe ich dich durchschwendet. Fatality. Nicht erwischt. Ich verstecke mich hier hinter. Aber so richtig viel Schaden macht hier keiner von euch. Weil wenn mal, dass einer von euch stirbt. Jetzt habt ihr auch noch nebenbei das Rätsel gelöst. Für welche? Das wird noch oft genug passieren, das mit dem Sterben. Ich dachte, das mit dem Rätsel lösen. Nee. Achso.